Mehr Platz und ein neuer Partner, das bringt das Frühjahr der roten Panda-Bärin Mahalia im Wiener Tiergarten Schönbrunn. Von einem italienischen Zoo ist ein Männchen Ende März nach Wien gebracht worden und derzeit lernen sich die beiden in einem Ausweichquartier kennen. Unser rotes Panda-Weibchen in Mahalia hat bisher diese Anlage hier bewohnt, wurde jetzt aber in einer Transportkiste zu Manchul gebracht. Sie sind jetzt gemeinsam hinter den Kulissen und sollen sich dort einmal kennenlernen. Er ist in einem italienischen Zoo in Agrate La Torbiera auf die Welt gekommen und wurde uns vom Zuchtbuchführer, es gibt hier rote Pandas, ein europäisches Zuchtbuch, wurde uns zugewiesen und soll künftig hoffentlich mit dem Panda-Weibchen Mahalia für Nachwuchs sorgen. Inzwischen wird das Stammgehege umgebaut und vergrößert. Ziel ist, dass die roten Pandas mehr Platz bekommen sollen. Es soll auch die Klettergerüste erweitert werden, es sollen mehr Bepflanzung geben. Sie haben doch den Schatten ganz gern, sie klettern gern und gut. Man muss da auch immer ein bisschen aufpassen mit größeren, höheren Bäumen, dass sie dann nicht über diese Bäume die Möglichkeit haben, die Anlage zu verlassen. Das heißt, je größer die Grundfläche, umso mehr an Vegetation kann den Tieren geboten werden. Rund 50.000 Euro investiert der Tiergarten in die Baumaßnahmen, mit denen das bisher 102 Quadratmeter große Gehege um 64 Quadratmeter erweitert wird.